So, ja, herzlich willkommen zum Bausimulator 2015 hier bei Nordrhein TV Play mit dem guten Ansgar, Mir. beziehungsweise Hans-Maria Ander, muss man ja so sagen. Der sitzt da neben mir. Wir können mal kurz reingehen, dann sehen wir ihn auch. Da sitzt Genau. er. Ich habe das Spiel ja schon mal im Singleplayer gespielt, ein bisschen früher. Und wir haben es auch im Multiplayer mal im Livestream gespielt. Aber es gibt so wenige Simulatoren, die man im Multiplayer spielen kann. Und der Bausimulator macht uns beiden relativ viel Spaß, haben wir Ja, festgestellt im Livestream. genau. Deswegen dachten wir uns, oder habe ich gerade mal kurz den Zengis bei WhatsApp angeschrieben und dann haben wir uns Ja. spontan gedacht, nehmen wir mal was Ja, und auf. jetzt sitzen wir hier und hören, was steht da? Weltenmod, naja, wie auch immer. Radio funktioniert, glaube ich, nicht. Weltenbauer ist ja die Entwickler-Dings. Vermutlich ist da irgendwie alles dran angelehnt. Ja, Weltenbauer. das kann natürlich sein. Naja, auf jeden Fall, wir sind hier beide im Multiplayer und sitzen gerade in einem wunderschönen, das haben wir jetzt echt neu gekauft hier, dieses Fahrzeug. Nämlich Aber nur weil es so das, schön ist, nicht ja. weil es Ja, irgendwas bringt. weil eigentlich hätte ich das jetzt einklappen müssen, weil da oben dieses Ding kann man eben einklappen und wieder ausklappen. Genau die Wechselverkehrszeichenanlage stand gerade irgendwas da von unten. Was auch immer, egal. Ja, Wie auch immer bestimmt. es heißt, ne? Ja, was machen wir denn jetzt mal Schönes, ne? Also, ich habe mir gedacht, als schönen Auftakt ziehen wir erstmal mit unserer Firma um unter Sonderaufträge, wenn du in die Dings guckst. Siehst du nämlich. Sonderaufträge, Moment, wie geht das? Man muss dazu sagen, ich bin wirklich relativ neu im Spiel. Warte mal. Aufträge, Sonderaufträge, ja, kann ich nicht anklicken. Aber musst du wahrscheinlich. Oder ak Gut, dann, da ich bin auch gerade drin, Ach vermute ich so, deshalb. Ich ja. nehme den Auftrag Genau, kurz nimm an einfach an und dann ne, werden wir schon und. sehen. Ja, okay, jetzt wird hier gerade, ne, Umzug in die Stadt, Aufgabe 1, ja, von 1. Vorarbeiter ansprechen. Aha. Ja gut, dann fahren wir doch mal zusammen zum Vorarbeiter, Ja, oder? wird ja auch angezeigt. So, dann setzen wir uns mal rein in die gute Stube hier, ne? Wir haben ja jetzt das tolle Fahrzeug, Obwohl, da müssen wir es auch mal Außenansicht ist nutzen. doch besser, dann sieht man auch, was man hat, ne? So, und Ich jetzt. weiß nicht, V ist, genau, V ist hier in der Ansicht. Oh! Bitte ein bisschen gesitteter fahren. Entschuldigung, okay. Ja, mein Problem ist, ich habe nämlich, mir war die Steuerung, eigentlich finde ich sie ganz angenehm, aber ich wollte die Sensibilität etwas hochstellen vom Lenkrad, ja, von der Steuerung halt, ne? Also ich habe ja kein Lenkrad, ich fahre mit Tastatur. Und dann habe ich die Einstellung Arcade gefunden. Und dann dachte ich, ach, Arcade klingt ganz lustig. Und jetzt kann man halt noch besser driften als zuvor. Und ja, das endet dann meistens in solchen Sachen. Aber eigentlich bin ich ja ein sehr guter Fahrer und sehr sicherer und vorsichtiger, ne? Ja, Was klar. wird da so gelacht? Nee, ich sag's nur. So, ja, was auch immer der da sagt neben mir, ne? Der hat keine Ahnung. So, jetzt gucken wir mal, boah, Top Speed, hör mal, das Ding ist gut. Das Ding ist gut. Boah, und schön sieht die Landschaft aus. Das muss man ja auch Boah, mal wir fahren gerade sagen. 104. Ich habe jetzt schon Angst. Aber schneller kann er Nee, nicht, nee, ne? nee, nee, nee. Aber ist ja Nee. schon 4 km/h über, ne? Wir sind jetzt gerade hier auf der Landstraße. Aber die kann man hier auch gut ausfahren, ne? Jetzt müssen wir kurz ein bisschen abbremsen, weil sonst. Ich weiß nicht, da. Sonst gibt es hier wieder Arcade-Modus. Ja, machen die schon ganz von alleine da hinten, obwohl, nee, das sah gerade aus wie ein Unfall, aber die biegen ja hier nur einfach ab. Ja, ist auch schön, also, weil hier kann man wirklich. Hier macht das auch Sinn mit den 104 km/h. Naja. So, und jetzt überholen. Jetzt Ja, überholen. Moment, 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 aber im Tunnel? Nee, 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 nee. Doch, 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 Komm, im komm, komm, Tunnel komm, komm. darf man. Gas, das ist eine Kurve. Hab ich Durchgezogene gehört, Linie, ich darf darf nicht man. mehr auf die andere Seite. Was machen wir jetzt? Ja, das Boah, passt. Das knappe hat Kiste. gepasst. Boah, der Wagen ist auf einmal so laut im Tunnel. Ich hoffe, man versteht dich. Aber ich denke, das geht. Ja. Muss halt ein bisschen schreien, ist halt laut hier, ne? Ja, ist halt laut hier. So, na ja, guck mal. Vor allen Dingen so eine Hupe bei so einem Oh, kleinen 50, Fahrzeug. 50, 50. Ah. Oh, ja. Ah, das ist noch gelb. Schnell, Das schnell, ist gelb, schnell. das ist gelb, das ist Ja. gelb. So, jetzt müssen wir hier links rein, ne? Wir müssen zum Makler. Der scheint wohl hier zu residieren. Moment, da müssen wir mal kurz in die Außenansicht gehen, weil ich weiß nicht, wo der Makler hier rumhockt. da hüpft er raus. Ich weiß es auch nicht, aber ich Oder ist das irgendwie, wurde. könnte mir hier gut auf dem Firmengelände vorstellen, Ja, da glaube ist was.
Da vorne ist der Harpe. Das klang. Vielleicht ist der Harpe der Makler. Das klang sehr ungesund. Ja, kann ja sein, dass der der Makler ist. Ah, Hans-Maria Ander, da bist du ja. Hör mal, ich muss etwas Wichtiges mit dir besprechen. Was gibt's denn, Harpe? Ich muss sagen, du machst dich wirklich gut. Du lernst schnell und gewinnst jeden Tag an Erfahrung dazu. Das verdient ein großes Lob. Das freut mich zu hören. Aber es hört sich so an, als käme da noch etwas. Du hast recht, da kommt noch was. Ich glaube, wenn wir auf lange Sicht erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns vergrößern. Wir brauchen mehr Fahrzeuge, um neue und größere Aufträge annehmen zu können. Und zusätzliches Personal werden wir auch brauchen. Ich mach's kurz. Wir brauchen mehr Platz und müssen uns deshalb nach einem neuen Firmengelände umschauen. Wachstum, am besten Wachstum, in der Stadt. Wachstum. Da sind wir auch näher dran an unseren Kunden. Oha! Das klingt ja nach einem großen Schritt. Aber ich vertraue deinem Urteil. Wenn du der Meinung bist, wir müssen umziehen, dann sollten wir das tun. Wie finden wir denn was Passendes? Ich habe vorab schon mal mit einer Immobilienmaklerin gesprochen. Sie hat mich vorhin angerufen und gefragt, ob wir uns ein möglicherweise passendes Gelände in der Stadt anschauen möchten. Was meinst du? Sollen wir? Ja, komm! Wir ziehen das jetzt durch. Lassen wir die Dame nicht warten. So. Gut, wir treffen uns. Ich mache unterwegs noch ein paar Erledigungen. Ja, der ist natürlich immer schneller als wir. Dann werden wir jetzt mal... Ich nehme schon mal ein anderes Fahrzeug, weil wir müssen die sowieso alle rüberkarren, nehme ich an. Deswegen, kann der den Anhänger mitnehmen? Nee, ne? Nee, aber dann können wir ja schon mal... Vielleicht nee, schon. Nee, der hat keine Anhängerkupplung. Ich weiß nicht. Aber vielleicht kann ich den mitnehmen. Ja, du kannst den auf jeden Fall. Ja, du hast eine. Mit dem riesen Ding, ja, ganz ne? sicher. Warte mal, ich mach mal ganz... Ja, aber dann fahren wir den Ding schon drauf. Den. Ja, warte, den fahre ich gleich mal. Ich mach mal kurz die Gesamtlautstärke ein bisschen leiser. Weil irgendwie die Fahrzeuge, also, sind schon recht laut. Ja, wir müssen sowieso noch mal. Vielleicht nach den ersten... Ja, Folgen, dann wird sich alles zeigen, ne? Schreibt einfach in die Kommentare auch, ne? Was ihr so, ne? Hört, weil ihr hört das ja, ne? Also wir hören das ja auch, aber man weiß ja nicht, was wir da sicher treiben. Sich den anhängen kann. Ja, du musst noch ein Stück rückwärts fahren, ne? Eigentlich müsste ich jetzt fahren, weil du darfst ja keinen Anhänger fahren, ne? Ah, doch. Wieso darf ich? Ach, ja, gut. Ja. So, wie mache ich jetzt dieses Dings raus? Shift oder sowas? Ja, jetzt müssten eigentlich da hinten so Dinger dran, damit ich da hochfahren kann, weil so komme ich da, Ja, die fahren irgendwie raus. Ich weiß aber, ich habe vergessen, wie man so rausfährt. Ein Moment. Ja. Boah, ich muss auch mal die Audio-Dings hier... Boah, das ist immer noch so laut. Ich weiß nicht, das ist immer schwierig einzuschätzen. Das ist tatsächlich so eine Sache, Da muss man immer... Ah, das hier, ist... Anhänger, wo ist er? Kettenfahrzeug. Das Kettenfahrzeug. So, komm. Jetzt, ich will drauf. Ah, Anhänger. Ja, der ist ganz unten, glaube ich. Da stand Modifikator, Left, Shift. Ja, das habe ich ja eben versucht. Ja, wahrscheinlich musst du parallel irgendwie machen, oder? Weil ich habe nämlich auch versucht, mal die Kurbel hochzudrehen. Aber das ging nicht. Also das Stützrad da vorne. Kleiner Anhänger, hier steht's. Ja. Rampe einklappen, Left Arrow. Ja, mach mal. Right mach Arrow. Mal. Stützen einfahren, Q. Stützen, ausfahren. Okay, also Q. Nee, die Stütze muss ausgefahren bleiben. Aber ich weiß nicht, vielleicht musst du wirklich Shift drücken derweil irgendwie, oder weil bei mir hat's auch nicht geklappt. Probier mal. Warte. Das klang gut. Da kommt was raus. Ja. Jawohl. Das sieht sehr gut aus. So, komm jetzt mal runter den Kram. So, jetzt müssen wir das hier raufrangieren, das Kettenviech. Das sieht aber ganz gut aus. Ah, ein bisschen schräg, so. So. Ja, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt müssen wir nur noch kurz irgendwie hier... Wir müssen das noch befestigen. Ja, das... Und ja, genau, ein bisschen kleiner. So, das Ding ist jetzt auch. Dann befestige ich den mal kurz. Moment. Oh, pass auf! So, Ladung ist gesichert. Okay, dann können wir los. Okay, dann fahre ich. Ich fahre mit dem anderen. Ja, du kannst dir aussuchen. Wir müssen sowieso alle rüberkarren.
Dann begleite ich dich, dann fahre ich auch hinten wieder dieses gute Ding raus, dieses Ausrufezeichen. Ja, stimmt. Weil ich meine, das ist ja ganz offensichtlich ein Schwertransport, ne? So, jetzt. Boah, das. Ich komme hier überhaupt nicht richtig um die Kurve. Ja, das muss man halt auch lernen, ne? Man muss dazu sagen, der Florian, der darf tatsächlich auch. Der Zengis darf natürlich auch. Ist ja eigentlich ja, kein Geheimnis. Ja, es ist. Darf auch in der Realität mit Anhängern fahren. Der hat nämlich den BE-Führerschein gemacht. Nee, eben nicht. Gemacht. Eben nicht, mein Lieber. B96. Das ist auch wieder eine Story für sich, weil. Weil es ist schon wieder so laut eigentlich. Okay. Ich hatte halt schon alles angemeldet und dann dachte ich mir, ja, vielleicht doch noch BE oder so, kann man ja vielleicht ab und zu mal gebrauchen. Und dann hätte man aber alles wieder von vorne machen müssen, mit Gebühr und so. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann begnüge ich mich mit B96, weil dafür muss man nämlich keine Prüfung absolvieren, ist auch wesentlich kostengünstiger und ist einfach nur eine Fahrstunde, wenn man es kann, halt, so wie ich, ne? Aber, ne, es war wirklich nur... Nicht zu viel Selbstüberschätzung. Nein. Das würde ich doch nie tun. So. Ja, schön, jetzt fahren wir hier ganz gechillt durch die Gegend, durch den Tunnel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann gleich aussieht, da, was wir da... Ja, ich glaube, ich weiß schon. Ich habe es schon mal irgendwo gesehen, meine ich, aber... Oh, wieder teilt hier. Oh Gott. Oh Gott. So, ich will in die andere Ansicht. 50, mein Lieber. 50 sind hier erlaubt. Jetzt aber nicht ja, mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Boah, innen ist der Wagen so leise. Und die anderen sind so laut. Aber okay, es ist auch ein... Ja, jetzt frage ich mich gerade. Eigentlich ist das ja so ein Mercedes-Sprinter hier, ne? Soll es darstellen, aber... da steht irgendwas mit WB und so eine Dogge drauf oder so. Sieht sehr interessant aus. Ja. Weltenbauer, ja. Genau. Haben keine Lizenzen bekommen. Also MAN, habe ich gehört, von dem Entwickler, sei sehr freigebig, was Lizenzen angeht. Die geben einfach jedem Lizenzen. Aber, wie macht man hier eigentlich Blinker? Gibt's, ich weiß nicht wie. Ja, aber ich verstehe das manchmal nicht, weil ich meine, was wo sind die Ängste da drin oder so, ne? Also irgendwie schon, ja, ne, mit der Marke gut, und das, so, dass man damit, nicht will, dass genau, das in so einer Scheiße ist. Ja, oder ja, sowas. Das kann also, ich schon verstehen, aber ne? Moment, ich muss mal kurz angucken, wo Blinker sind. Das will ich jetzt doch mal noch wissen. Ich passe das jetzt immer. Eins und zwei. Ich passe das jetzt immer, je nachdem, in welchem Fahrzeug ich bin, passe ich die Lautstärke an. 1 und 2. Ja, muss man. Ja. Ah, tatsächlich. Zumindest klackert es. Jetzt habe ich Dauerblinker. So, wie weit sind wir denn jetzt noch von dem Ziel entfernt? Oh, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Stück weit. So, komm. Ein Stück weit. Boop, die Hupe. Boah, aber dieses Fahrzeug, das mag ich echt. Das ist echt ein schönes Teil. Wie macht man Hupe? Oh, das war gut. Wie macht man die Hupe? Ah, nein! Nein, 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 nein. Bleib stehen. Nicht du. Also. Mein... Bleibst du an der Ampel stehen da gerade? Genau. Ja, mehr oder weniger beabsichtigt. Oh Gott, jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Schild im Weg. Ich bin gerade in der Außenansicht. Ziemlich lustig. So, komm. Wo ist das denn jetzt? Da, wo du hast eine Abkürzung genommen, sieht so aus. Ich bin hier. Hast mich noch auf dem Schirm? Jetzt nicht mehr. Fahr mal ein bisschen. Ja, ich stehe gerade vor einer roten Ampel. Da muss auch gehalten. Obwohl, komm, wir sind hier. Ja, komm. Ja, ich auch. Fahr mal ein bisschen geradeaus. Hast sowieso rot, meine Güte. Ja, da hätte ich jetzt gerade fast einen Typen überfahren. Ja, jetzt müsstest du mich wieder auf dem Ding zahlen. Entschuldigung. Aber wieder die Arcade-Fahrweise. Ich nehme mal an, wir müssen zum Hafen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja, ich fahre dir einfach. Also wird mir auch angezeigt, wo ich hin muss, ne? Ach so. Also ach von so. Daher musst du dir keine Gedanken machen. Ach so, okay.
Ja, jetzt muss ich fahren. Der hat zu spät gebremst, zu schlecht gebremst. Kann ich das Bremsverhalten ist nicht so gut. Ja, aber du musst ja bedenken, das ist auch ein Riesenteil, ne? Was du da fährst.